Jo Leute, ich bin's wieder, Dave von der Kantokrone. Willkommen zurück hier bei Let's Play Monster Hunter 4. Ja, wir freuen uns. Heute ist es angekommen. Wir haben 18.26 Uhr am 16.09. Und endlich ist es da, Monster Hunter 4. Jetzt wollen wir auch gar nicht lange quatschen, sondern direkt loslegen. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt und ihr könnt sowohl Spiel als auch mich in bestmöglicher Quality genießen. Natürlich im knusprigen HD. Ich habe gerade eben schon ein wenig angespielt. Also, ich will gar nicht lange quatschen. Drück mal einfach mal New Game. So. Und, ja, ich habe gerade eben schon ein wenig angespielt. Aber, nur ganz kurz, nur zum Gucken, wie die Steuerung ist und so weiter. Also, ihr müsst nicht denken, dass hier viel gespoilert wurde. Mir nämlich eigentlich quasi überhaupt nichts. Aber. Quatsche mich lange. Schau mal nach dem Namen und wie werden wir uns wohl nennen. Ich brauche den 3DS-Stift. Wo krieg ich den her? Ah, er ist nicht drin. Ah, wieder super vorbereitet. Ich nehme diese Tintenpatrone. Wie praktisch, weil das ist so klein auf dem kleinen 3DS. So. Und meine Hand zittert, weil ich nach Monster Hunter 4 DS. Axerion. Hoffentlich habe ich nur richtig geschrieben, den guten alten Axerion. Axerion. Ja! Hat es jetzt nicht geklappt? Doch. Wird es da? Nein. Ach doch, es hat geklappt. Okay. Weil ich bin so aufgeregt, ihr merkt es vielleicht selbst, für mich wirklich diesmal richtig blind das Spiel. Aber natürlich werde ich immer vorab ein bisschen gucken, dass ihr auch wirklich alles auf Band habt, was relevant ist, und ich aber allerdings halt eben nicht vorgespoilert bin. Ich hoffe einfach, dass alles klappt. Ich habe jetzt so viel rumgebastelt noch in der kurzen Zeit, weil ich war jetzt echt nicht mehr sicher, ob das heute noch ankommt. Ach, jetzt bin ich einfach froh. Und der Part hier wird auch schön lange und der nächste auch. Ach. Übrigens, für die, die schon wieder fragen, nein, es gibt noch, oh, da kann man die Hautfarbe ändern. Nice, so mit so einem, also ihr seht das nicht, aber ich habe unten so ein Control Pad. Nur so einen ganzen Vampir brauchen wir nicht, aber braun gebrannt bin ich auch nicht gerade. Machen wir mal einfach so. Genau, das untere seht ihr jetzt nicht, da sieht man eben so Auswahlsfunktionen für die für den Charakter, aber ich denke, das ist nicht so wichtig, da steht sowieso nur japanisches Zeug und ich muss mich durchkämpfen. Ah, das sind die Stimmen, glaube ich. Nein, nein, gar nicht. Oh nein, das sind die Gesichter. Ich bin Cornelius. Nein, natürlich nicht. Aber einfach schön hier. So, gucken wir mal alle durch, würde ich sagen, hier beim Männchen. Ja, was ich sagen wollte, für das Spiel gibt es noch kein Release-Date für Deutschland. Noch nichts bekannt bisher. Mit geschlossenen Augen, sympathisch. Ey, der ist ja cool, voll lässig, ey. Checke, ey. Oh, badass. Wen nehme ich denn da jetzt? Der sieht mir am ähnlichsten. Nein, so gucke ich nicht. Eigentlich schon der, oder? Oder der? Nein. Nein, nein. Solche Späße. Oh, ich muss schauen, dass ich nicht übersteuere, liebe Freunde. Hab nebenzu auch das Videoaufnahme im Auge. Also muss ich so viele Sachen im Auge behalten. Was ist das denn hier? Ah, die Augen. Was habe ich denn für Augen? Blaue Augen. Blau wie das... Na, genau diese Augen habe ich. Ja genau, und bisher ist eben noch kein Release-Termin für Deutschland bekannt. Und generell für sonst nichts. Eigentlich habe ich schon so tiefblaue Augen. So, bringt jeden zum Schmelzen. Ach, hier sind die Stimmen. Ich lasse ihn einfach mal durchhören. So, was habe ich denn für eine Stimme? Ja, die nehme ich. Nimm die 1.
So, Männlein wollen wir sein. Das jetzt wir übrigens mit den weiblichen Rüstungen dergleichen auf MH Views nicht verpassen, mit dem ich das zusammen machen werde. Übrigens wird auch Albert ins Albert einsteigen. Das darf durch. Ins Let's Play einsteigen. Er hat sich das jetzt doch auch noch gekauft, nachdem seine Augen wässrig wurden, als ich ihm hier gestern gezeigt habe, was es alles Neues gibt. Aber euch will ich nicht spoilern. Ihr werdet das alles gemütlich im Let's Play sehen, wenn ihr wollt. Beziehungsweise, wenn ihr euch spoilern wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Aber von meiner Seite aus wird es keine Spoiler geben. Ich bin so geschockt. Dreiviertel Jahr ist es jetzt fast bestellt und das sieht echt geil aus. So eine Mischung aus Leder, Latex und Hornet Tower Panzer. Einfach geil. Ah, hier kann man wieder so... Ach genau, jetzt gehen wir können jetzt... genau so ein Bart habe ich, ein Affenknutschbärtchen. Magikyu, Sharingan. Nein, nein. Jetzt überlegen wir uns, was wir hier jetzt machen. Da gibt es echt ein paar coole Sachen. Naruto DS. Was ist denn das hier? Makellos. So ein Bärtchen, so ein verschmitztes. Wenn man die Farbe noch ändern kann, kann man vielleicht hier die Farbe ändern? Guck mal hier. Ja, man kann die Farbe ändern. Okay, dann könnte ich echt so ein kleines Bärtchen haben, habe ich auch. Aber ich will eigentlich lieber so ultra den kranken Scheiß. Tut mir leid, dass ich jetzt mich wieder so lange hier herumquatsche und hier mich aufhalte. Aber ich will da echt noch was Cooles machen, weil ich bin so scharf auf dieses Game. Ich bin gleich, also am Ab, tanzen. So scharf mich auf das. Aber ich will halt nicht so überschüttert. Das sieht schon übel krank geil aus irgendwie. Aber so ein bisschen übertrieben vielleicht. Hier, Jäger der Sonne und so weiter. Ich bin Batman. So, ich... Oh, was mache ich nur? Soll ich wirklich so ein kleines Bärtchen, so ein verschmitztes, neckisches, süßes, zwirbeliges? Ach, komm. Mach mal einfach so ein kleines blondes Bärtchen. Habe ich ja auch. Ich alter Hund. Oh, Moment. Ich hätte die Haare noch ändern können. Ah, wo bin ich hier wieder? Oh. Halt, Moment. Was war das? Das war das Gesicht? Haare konnte ich noch gar nicht ändern, ihr ekelhaften, verschmitzten Äffchen. Ach hier, da kommt's. Ich bin immer so ungeduldig. Huch, was habe ich jetzt? Huch, ah, nein, oh Gott, Hilfe, ich bin gerade irgendwie unten rumgeswitcht. Mist gebaut. So, jetzt, aber wenn ich wieder hier... Ja, ihr, manche von euch wissen, ich habe ja jetzt wieder kurze Haare. Aber für so einen Jäger bin ich eigentlich schon eher so ein Langhaarfreund. Ich finde, das passt einfach eher so zu diesem... Also nicht so... ich suche halt mal meine Haare, so die ich jetzt habe. Ah, die ist auch nicht wirklich... Na, kürzer als das. Genau so. Eierschädel des. Nee, ich, schon so etwa habe ich jetzt in echt. Aber ich will eigentlich für so einen Jäger schon immer so ein paar bisschen längere Haare. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. So Sarazan-mäßig. Ja, ich glaube, ich lasse das fast so. Na, was gibt's denn? Ich doch noch. Na, eigentlich ist es ja völlig wurscht, weil es sieht mir eh nicht, aber ich bin gerade irgendwie schon so ein bisschen verliebt hier. Also nicht in ihn, sondern in das Spiel. In ihn natürlich auch. Jedenfalls bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen vom Let's Play hier. Knusprigen. Das ist so witzig, weil man kann hier unten so ganz genau was anpassen mit so einem komischen Cursor, aber das ist so klein, dass ich selbst mit meinen wunderschönen, jungen, dünnen Fingerchen... Das nicht auf eine blonde Haarfarbe, also natürliches Blond, ihm verpassen kann. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach wirklich... Nein, es ist doch nicht blond, das ist eine Krankheit. Ach, okay, ich kann das auch mit dem, dem Steuerkreuz machen. So, was habe ich denn für ein Blond? Schon vielleicht ein bisschen... Nein, eigentlich auch nicht so hell. Grün auch nicht, Mensch. Jetzt wollen wir uns hier nicht länger rumblödeln. Komm, machen wir es so. Jawohl. Okay, und damit müsste es gemacht sein, jawohl. Und die Katze miaut's genau. Und wie könnte es anders sein? Wie könnte sie anders heißen als Banane, genau. Nein, als... Oh, jetzt zittert hier so. Fuzi-chan. Und dann noch irgendwelche Sonderzeichen, Grütze dazu. So, es kommt immer gut. Vielleicht noch so eine verschmitzte Note.
Einfach so eine Note Verschmitztheit noch dazu. Obwohl, ich will so einen Mitsuki stellen, wie Fuzu bei seiner Mitsuki hat. Wo hat er den nur wieder her? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Nee, stimmt gar nicht, das war nicht angezeigt in seinem Let's Play. Ich lüge. Oh, Mitsuki-chan, wo hast du nur dein Sternchen? Ah, da. Fuzu-chan. Und ich will davor auch noch. Oh, das geht nicht. Dann doch lieber so eine Verschmitztheitsnote. Fuzu-chan, die Note der Verschmitztheit. Oh, wieder schon 11 Minuten schon wieder rum mit rumgeblödel hier, liebe Freunde. Aber was muss, das muss einfach, ihr wisst das. Jetzt mal hier gucken. Ah. Maximale Panzerung. Naja, aber so ein verschmitztes grünes Jäckchen ist... Ah ne, Fuzu ist schon ziemlich krass stark und so. Auch so muskelbepackt einfach. Oh, die Öhrchen. Ja, wie geil. Oh nein, so sieht Fuzu nicht aus. Fuzu sieht so verschmitzt aus. Ich muss jetzt hier Fuzu... Oh, die ganzen Katzenstimmen, wie süß. So, jetzt haben wir ein Schwein am Anfang. Wer hört sich denn? Das ist so richtig willenlos. Das könnte Fuzu sein. Aber ich glaube... Nein, ich mache diese kleine kreische Stimme, die passt gut. Okay, was ist das hier? Oh, die Farbe. Oh, Fuzu, du Alter. Wie heißen die nochmal diese... Ach, jetzt fällt mir das Begriff nicht ein. Diese weißen Tiere. Albinos, genau. Ach, das ist ein Fuzu für eine Katze eigentlich. Fuzu, was hat so oder so ein... So, so ein nicht reinrassiger. Könnt ihr auch sehen. Aber ich glaube fast, ich mache Fuzu so dunkel ein bisschen. Ich mag dunkle Katzen. Oh, ich kann den auch noch so richtig Evil Black machen. Cornelius Amethyst, der Evil Black Edition. Ach, wie geil ist das? Wie geil ist das hier bitte? Wie geil! Das ist so geil einfach. Nee, warte, da muss ich was anderes machen, liebe Freunde. Wie komme ich hier zurück? Dann mache ich so. Und dann kann ich ja die Farbe komplett ändern. Ach, das ist ja so geil. Und dann ganz auf weiß. Wie geht das? Moment. Also tut mir leid, dass ich jetzt hier drin so rumhänge, aber das ist so geil, dieses Menü. Also das ist so geil. Ich komme gar nicht drauf klar, Mensch. Ich mache Cornelius so ganz weiß. Oh, das ist so süß, das Kätzchen. Ich würde es am liebsten gleich essen. So, jetzt gucken wir mal. Ach, die Augen. Oh, hey, wie sieht denn Cornelius aus? Boah, das ist ja voll blutrünstig. Nein, nein. Oh, ja. Nein, so sieht Cornelius aus wie ein Dieb. Naja, so, ganz so beömmelt. Cornelius ist ja kein Maulwurf. Naja, ein bisschen. Okay, machen wir es so. Und was ist das jetzt? Ach, der Cornelius. Nein, so. Genau so. Nein, nein, da müssen wir schon normal lassen, oder? Cornelius' Schwanz ist nicht ganz so krumm. Okay, ich hoffe, dass das jetzt hier übernehmen ist. Ja, da steht nochmal die Steuerung dran. Und ihr seht schon hier oben 15 Sekunden. Das ist nicht wirklich was. Wir machen hier beim... Oder wie kann ich den hier überschreiben? Ja. Okay. Oh, und damit geht's schon los. Nach 15 Minuten Charakterstellung in der Welt von Monster Hunter 4. Ach Mensch, habe ich mich auf dieses Let's Play gefreut, Freunde. Ach, das ist ja nett gemacht mit so Schildern unten, das No-Loading diesmal. Okay, naja, natürlich, das weiß ich natürlich schon, aber einige von euch noch nicht, denn wir sehen hier den guten Uchiha, wie er auf dem Drachenboot fährt und hier und das unser in Wachs, Lachs und Leder und Hornet Tower Panzer gehüllter Axerion. Axerion Samadest, ich befinde mich gerade auf dem Boot, genau wie du. Nein, da ist natürlich jetzt noch keine Storyline, weil, liebe Freunde, hier geht es jetzt erstmal nur um Tutorial. Das ist hier echt in Monster Hunter 4 geil gemacht, und zwar indem man schon direkt auf dem Drachenschiff herumfährt und tollkühn
wie sagt man, gleich etwas Tollkühles erledigt. Darf nicht spoilern. Okay, ja. Reispfanne heute Abend. Mhm. Hühnchen, ja. Traditionell japanisch. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Also er hat es quasi mir erzählt, dass ich der Größte bin und dass meine Arme straff wie dieses Tau sind. Oh, hier erstmal den Ausblick genießen, liebe Freunde. Vom Drachenbötchen. So, und jetzt müssen wir natürlich erstmal rausfinden, was wir jetzt hier... Ne, weil natürlich kann ich kein Wort Japanisch und wir müssen jetzt... Oh, hier haben wir gerade schon ein Sprungelement im Monster 04. Herausfinden, was wir jetzt tun müssen. Ich glaube, er hat uns angewiesen, erstmal mit der Kamera ein bisschen herumzuspielen auf dem 3DS. Und dies hier, wie ich das Gefühl habe, etwas weicher gehalten. Also nicht so abgehackt wie in den früheren Teilen. Ich weiß es gerade gar nicht, weil ich Monster Hunter... Huch, was ist jetzt passiert? Weil ich Monster Hunter Try Ultimate auf der Wii hauptsächlich gespielt habe, wollte ich sagen. Oh, und da sind sie, die Remobras, bekannt aus Monster Hunter Film Night, wer damals noch unseren Walkthrough, beziehungsweise die Komplettlösung gesehen hat, wird sich erinnern an diese Burschen. Oh, und da ist er, Darren Moran, ein einziger Bohrer. Dum. Der Hut! Oh nein, du stierst, aber das ihr Hut! Und das Viech sieht so badass aus einfach. Badass himself. Dum. Und ein hieß Tackling Our Boot. Der Hut, das ist so geil. Nein, mein Hut, das ist alles, was ich habe. Meine Familie. Und vor allem der Darren Moran, das sieht richtig badass aus im Vergleich zum Shenron. Achtet doch mal auf die Zähne. Wow, geh weg. Genau, und jetzt wird eben mit hier, mit L, können wir, und ihr müsst immer auf das Regeln, ich labert das nochmal, hat mir Cornelius schon verraten, diesen kleinen Trick. Genau, mit L könnt ihr euch jetzt hier dagegen stemmen, wenn das so umkippt. Ah, nice to this. Oh, Darren Moran, und da oben das Hütchen. Los, hinterher, Axeron, all meine Hoffnung liegt auf dir. Befreie meine Familie vom schrecklichen Darren Moran, der sie stahl. Okay. Erstmal hier unten kann man wieder anvisieren. So, und gleich können wir da hoch. Habe ich das? Ich hab's so im Urin. Oh, yeah. Dum. Und der ist richtig groß, der Bursche. Ich zeige euch hier erstmal noch ein bisschen was von ihm. Sofern ich das kann. Nice, Dave. Okay, komm zurück auf das Schiff, Axerion. Nice. Okay. Ja, das ist eben jetzt schwer, den hier zu synchronisieren, weil das ist natürlich einfach nur Tutorial-Gelaber. Aha. Kanone des. Nice. Oh, fuck, wir sind fast runtergefallen. Genau, den schrecklichen Darren Moran lässt sich, können wir nur mit den Kanonen aufhalten, ne? Die wir jetzt genüsslich reinbrettern werden. Oh, 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 da kommt er schon. Weg hier! Immer dieser Darren. Der hat schon damals auf dem Pausenbrot, auf dem Pausenbrot immer gelegen. Im Pausenhof. Ich wollte was anderes sagen. Oha. Oh, schon seit 20 Minuten läuft der Part und auch unser Kampf gegen den Darren Moran. Und da sieht man nochmal ihn in ganzer Größe. Das Ungetüm. Ich werde jetzt diesen ersten Part für euch so richtig schön lang machen, weil nichts hasst man natürlich mehr als angefangen Let's Plays. Aber nach dem ersten Part immer so ein bisschen dauern. Beziehungsweise dauern, bis dann wieder ein Part rauskommt und so weiter. Und man will eigentlich gucken und dann ist nach 10 Minuten Schluss. Das wollen wir hier natürlich nicht. Deswegen der erste Part schön lang für euch. Die anderen werden dann auch um die 20 Minuten gehen. Ich hoffe, dass ich das so hinkriege. Und natürlich jetzt am Anfang... Oh, dieser Schuft! Ein Stein auf das Schiff. Der da auch fest bleibt. Und wie ich gerade sagen wollte, werde ich jetzt immer wieder neue Parts
raushauen, die ersten Tage immer 2 Stück am Tag, sofern ich es irgendwie machen kann. Also ich mache es liebend gern. Ich muss nur schauen, wie es klappt beim Aufnehmen. Schnell noch eine Kanone reinzwiebeln. Reinzwiebeln. Boah, schau dich mal dieses Gebiss an. Ich muss da jetzt mal gerade näher hin. Ey, wie krass. Oh. Also es könnte deine Oma sein. Weiter Kanonen. Boah, fuck. Boah, nein. Oh, ich wäre fast abgestürzt. Ich bin das noch nicht gewohnt, wie ich da reagieren muss. Schnell noch eine Kanone. Oder können wir ihn noch treffen? Ich glaube, der verzieht sich gerade. Nein, nein, nein. In your face, goddammit. Er ist fast besiegt, Oxirion-san. Aber kann das Böse jemals vernichtet werden? Und hier wieder der Gong. Oxirion, nutze den Gong, um ihn zu Fall zu bringen. Oxirion, bring ihn zu Fall! Oh. Darren Morin, gerade nochmal so abgewehrt von unserem Schiffchen. Doch, was passiert jetzt? Leuchtkugeln! Dumm, dumm, dumm. Oh, da ist noch. Oh, da ist er noch, der Darren Morin. Doch noch nicht abgewehrt. Anscheinend Trommelfell. Doch etwas robuster als gedacht. Und wohin fahren sie? Direkt zu. Auf Barubari, wie mir scheint. Oh. Scheiße! Die kommt direkt auf uns zu! Oh nein! Schnell! Zieh an dem Kabel! Fuck, er hat die Redstone-Leitung angeschaltet! Oh, altbekannte Mucke und altbekanntes Downschiff. Erinnert an den Start aus Try. Beziehungsweise nicht an den Start, sondern an dieses Video eben. Und hier unten Meister Uchiha, Badass Kick! Rate him in die Phrasen! Siegfriedsan, was sollen wir tun? Ich weiß alles, ich muss dir nichts sagen. Feuer die Kanone ab, Gustav. Und du auch, Bill und Tom. Oder so. Ich habe mir für die Randoms doch keine Namen überlegt, Mist. Heißen sie jetzt eben Gustav, Bill und Tom. Zu Ehren der besten Band der Welt. Oh, und scheinbar haben sie es doch nochmal geschafft. Die Babuvianer oder wie auch immer. Zusammen mit den Badass Huntern, den Darren Morin von der Stadt abzuhalten. Aber die hätten auch die Stadt ein paar Meter weiter auf dem Land bauen können. Nicht direkt auf dem Sand. Pfeifen, ey. Pfeifenkopf, dies. Oh, Barubari, endlich bin ich zurück. Oh mein Gott, die haben ein goldenes Schiff. Diese Säcke. Dum, 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 dum. Und eine kleine Taube. Genießt die Brotstücke, denn Uchiha ist ein sehr gütiger Mann. Und gibt selbst den kleinsten Lebewesen seine Brothäppchen. Tschüss, Taube. Oxirion. Ah, danke. Du hast meinen Hut wiedergebracht. Und in ihm das Wertvollste, was ich besitze. Ah. Oh. Es ist Zeit für den 4 Uhr Tee. Wie mir scheint. Oh. Liebe Freunde, ich würde sagen, damit beenden wir mit einem echten Herzklopfen hier die erste Folge Monster Hunter 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oh Gott, ich freue mich wie ein Schnitzelkönig. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, checken wir mal die Stadt aus und checken mal die neuen Waffenklassen aus. Bis dann, liebe Freunde, ich war's Dave von der Kanto-Griller. Tschüss.